Hey Leute, willkommen zu einem Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr den Taser oder eher gesagt den Elektroschocker im Online-Modus bekommen könnt und damit eure Freunde nerven könnt. Was ihr dafür benötigt, ist einmal den Joblink in der Beschreibung. Das Ganze gibt es für Xbox sowie auch für die PS4 und PS5. Und dann braucht ihr noch einen Kollegen, der euch in dem Job so gesehen beitritt, damit ihr so gesehen auch den Taser bekommt. Das erste, was ihr macht, ist, ihr markiert euch den Job, den ich in der Beschreibung verlinkt habe, für die jeweilige Konsole, auf der ihr spielt. Wenn ihr euch diesen Job markiert habt, öffnet ihr nun das Optionsmenü, geht auf Online, geht auf Jobs, Jobs spielen, markiert, geht dann hier auf Deathmatches und startet einfach Stunner. Sobald ihr im Jobmenü seid, von dem Job ladet ihr ganz einfach euren Kollegen ein, der euch hilft, den Elektroschocker zu bekommen. Und ganz wichtig ist, dass die Waffen auf in Besitz und aufnehmbare gestellt sind, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Nun ladet ihr anschließend einfach euren Kollegen ein und wartet, bis er beigetreten ist. Sobald euer Kollege beigetreten ist, drückt ihr einfach X auf Spielen und startet den Job damit. Wenn ihr nun gespawnt seid, wählt ihr ganz einfach hier oben im Waffenrad den Elektroschocker aus. Wenn ihr diesen ausgestattet habt, öffnet ihr euer Handy, drückt einmal X auf Jobliste und dann drückt ihr 4 und X, um den Job zu verlassen. Nun warten wir ganz einfach, bis wir wieder gespawnt sind. Und wenn ihr nun gespawnt seid, öffnet ihr mal einfach euer Waffenrad und dürft ihr dann noch sehen, dass ihr jetzt hier den Elektroschocker habt. Den Elektroschocker könnt ihr leider nicht komplett behalten, ihr habt den nur für diese Sitzung und ich glaube, wenn ihr stirbt, verliert ihr diesen, aber könnt ihr dann wieder aufsammeln. Aber ja, so leicht könnt ihr den Elektroschocker für den Online-Modus bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und Kuss geht raus an Nico, dass er mir wieder geholfen hat bei dem Video. Aber ich würde sagen, lasst einen Daumen da, haut rein und ciao.